Das bin ich, Lotta Petermann, 11 Jahre alt. Eigentlich bin ich ein ganz normales Mädchen. Ich habe 2 Eltern, 2 Brüder, eine Schildkröte und eine Flöte. Aber jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich mir, irgendwas ist hier doch nicht normal. Meine Blödbrüder Jakob und Simon. Mal ehrlich, gibt es schlimmere Geschwister als 8-jährige Zwillingsbrüder? Nee. Meine Mama, sie liebt Ayu-Dingsbums gekochen und kauft ununterbrochen im Teleshopping die komischsten Sachen, die man für nichts gebrauchen kann. Hauptsache, es ist im Sonderangebot. Deshalb sieht sie ja auch so aus, wie es hier aussieht. Oh Mann, hier ist das. Das ist Hestas. Liegt immer am Weg herum, aber komischerweise immer an anderen Stellen, obwohl ich noch nie seinen ganzen Kopf gesehen habe. Voll langweilig. Da kann ich auch eine umgedrehte Schüssel auf den Boden legen. Ich habe meine Mama schon mal gefragt, ob ich ein richtiges Haustier bekomme, wenn ich beweisen kann, dass Hestas tot ist. Da ist sie dann aber ziemlich stinkerig geworden. Mein größter Wunsch ist nämlich ein richtiges Haustier. Das wünsche ich mir schon seit Jahren. Aber was schenkt mir meine Mama? Eine indische Flöte aus Heiner Krishnas Laden. Damit du endlich mal besser wirst im Spielen. Aber ich bin flötisch total unbegabt. Seit 3 Jahren habe ich Unterricht und schon echt viele Lehrer gehabt. Und mit der neuen Flöte wurde es dann nur noch schlimmer. Immer wenn ich gespielt habe, sind irgendwelche komischen Sachen passiert. Leiser, bitte leiser! Es ging aber nicht leiser. Und deshalb bekam Frau Ackermann einen Hörsturz und musste in Rente gehen. Herr Trampenau hatte plötzlich ein bisschen Hund. Deshalb durfte man sein Grundstück nicht mehr betreten. Und dann gab es noch Frau Holzinger. Konnte ich sowieso nicht richtig verstehen, weil die immer so österreichisch gesprochen hat. Keine Ahnung, warum die plötzlich nicht mehr da war. Mein Papa, Frühaufsteher. Er liebt nichts mehr als Ruhe. Deshalb arbeitet er auch und wir alle noch schlafen. Er ist Lehrer. Aber zum Glück nicht meiner, denn er ist immer, wirklich immer krank. Das bin ich, Lotta Petermann, 11 Jahre alt. Cheyenne, meine allerbeste Freundin. Wir sind immer zusammen. Wir mögen dieselben Spiele, wie zum Beispiel Beerdigungsspielen mit Cheyennes kleine Schwester Chanel. Ich will nicht mehr tot sein! Meine Mama kauft ununterbrochen die komischsten Sachen. Meine afrikanische Nashornbanane! Mein Papa, Frühaufsteher. Er liebt nichts mehr als Ruhe, denn er ist immer, wirklich immer krummelig. Das ist Mamas neuer Chef, Heiner Krishnach. Isopfurz. Der ist irgendwie komisch. Leise! Bitte leise! Mein Name ist Gisela Kackert und wer Witze über meinen Namen macht, der stirbt einen qualvollen Tod. Sorry, Berenike von Bödecker. Ich bin hübsch, ich bin reich und ich bin das beliebteste Mädchen der ganzen Schule. Voll das Mobbing, ey. Und sei als Einzige der ganzen Schule nicht einzuladen. Alles okay? Marlon? Wir sind voll dicke mit denen. Kannst du die mal wegnehmen? Wenn ihr ihn so super kennt, könnt ihr ihn ja mitbringen zu meiner Party. Nicht so. So, was kann ich denn dafür, dass der mich mag? ich glaube, ich krieg eine Grippe. Ist manchmal auch echt voll peinlich mit dir. Und du bist manchmal echt voll langweilig. Wirst schon sehen, wie das ist ohne mich. Wie lange kennt ihr beide euch jetzt schon? Grummeln und nichts sagen führt zu nichts. Cheyenne ist auf Berenikes Party, soll ich dir nicht sagen. Dafür grummelst du aber ganz schön viel in letzter Zeit. Nee. Warum sollte der mit uns auf eine Party gehen? Weil wir cool sind? Am Samstag. Pups, du Muttersöhnchen. Ich habe nämlich alles mit meinem Handy aufgenommen.